Peinlicherweise habe ich jetzt gemerkt, dass bei der Formatierung der Standardschrift eben auch die Überschrift 1 und die Überschrift 2 eben eingerückt wurde. Das will ich natürlich nicht. Deshalb korrigiere ich das bei dem einen Beispiel und aktualisiere die Schrift genauso bei dieser Überschrift zweiter Ordnung. Auch hier wieder wird die Einrückung eliminiert und die Formatvorlage aktualisiert. So, jetzt sieht es aber sauber aus und nehmen wir an, du möchtest ein nächstes Jahr wieder auf dieselbe Datei zurückgreifen. So könntest du natürlich diese aufrufen und einfach den Inhalt ersetzen. Bei häufigerem Gebrauch empfiehlt sich eher das Erstellen einer sogenannten Vorlage. Eine Vorlage ist im Grunde genommen eine leere Datei mit solchen Formatvorlagen. Es kann auch schon fertige Textschnipsel drin haben, selbstverständlich. So fällt es dir leichter, eben wieder eine Datei genau gleich zu gestalten wie die vorherige. Ich möchte diese Formate da nutzen für ein nächstes Mal, ohne jetzt aber den Inhalt schon drin zu haben. Deshalb wähle ich alles aus mit Befehl A. Lösche es. Du siehst aber diese Stile, insbesondere auch mein selber definierter Stil Pfeilliste, die bleiben in dieser Datei und über Datei speichern unter wähle ich jetzt anstatt des Word-Formats Word-Vorlage, entweder im aktuellen Format .x oder wenn du lieber im herkömmlichen alten Format arbeitest, .dot. Kommt nicht darauf an, ich wähle mal dieses und du siehst, als Speicherort ist automatisch meine Vorlagen gewählt. Das ist ein sehr umständlicher Pfad. Von meinem Home-Verzeichnis geht es in Library, Application Support, Microsoft Office, Benutzervorlagen, meine Vorlagen. Hier drin sind alle meine Vorlagen gespeichert. Das musst du natürlich nicht auswendig lernen. Ich klicke auf Sichern. Ich werde hier gewarnt, dass es sich um das neue Office-Format handelt. Das ist okay. Und jetzt ist diese Datei bereit. Um jetzt auf so eine Vorlage später wieder zuzugreifen, muss ich also nicht diesen ganzen Pfad durchlaufen, sondern ich kann das direkt im sogenannten Projektkatalog über den Befehl Neu aus Vorlage oder Befehl Umschalt P habe ich Zugriff auf alle Word-Vorlagen, aber insbesondere eben auch auf meine Vorlagen. Und hier findest du eben meine bisher einzige Vorlage, Hausinfobroschüre. Wenn ich diese Vorlage öffne, so entsteht ein neues, leeres Dokument, wie du siehst. Das heißt im Moment Dokument 2. Und wenn ich da losschreibe, so kann ich mit wenigen Mausklicks meine bestehenden Formate anwenden und ich habe sofort wieder dasselbe Erscheinungsbild.